Die grüne Woche geht weiter und wir sind immer noch unterwegs. Und jetzt sind wir wieder in dieser Halle, wo immer das Leben tobt, bei Mecklenburg-Vorpommern. Und neben mir steht ein Mann, der sich mit Bier, sprich mit Störtebeker, sehr gut auskennt. Und er stellt sich uns auch mal selber vor. Ja, hallo, mein Name ist Michael Delfs, bin unter anderem ausgebildeter Biersommelier in der Störtebeker Braumanufaktur. Wir kommen aus Stralsund, in dem Falle. Aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und was uns einfach auszeichnet als Brauerei, dass wir ein familiengeführtes Unternehmen sind, also da keine Konzernstrukturen großartig dahinter stecken und wir uns einfach über Vielfalt definieren, innovative, kreative Produkte machen und uns damit einfach von der Masse ein wenig abheben, muss man sagen. Ja, man kennt euch ja, weil ihr jahrelang Partner der Störtebeker Festspiele wart. Was sich da ein bisschen geändert, genau, aber... Das ist ein paar Jahre her, ne? Genau. War jahrelang Warsteiner, mittlerweile die Lübser Brauerei. Also es bleibt zumindest regional, kann man sagen. Genau, und vielleicht kommt es ja irgendwann mal wieder dazu. Genau, ne? Man sieht, ihr seid bis Berlin bekannt. Die Halle ja, ist voll, ihr habt einen großen Kahn hier. Genau, nicht nur Berlin, sondern die Marke Störtebeker ist, glaube ich, bundesweit, gerade im Handel auch eine sehr, sehr gefragte Marke. Was, glaube ich, auch mit der Urlaubsregion zu tun hat, also wenn wir nochmal von Mecklenburg-Vorpommern einfach auch sprechen, dass viele das im Urlaub einfach kennenlernen und zu Hause schon das ein oder andere dann auch trinken möchten. Genau. Wie viele Sorten Bier habt ihr denn mal so überschlagen? Mittlerweile sind es 21 Sorten, die wir machen. 21 Sorten. Einiges saisonal, aber der größte Teil dann schon ganzjährig verfügbar. Ne? Und ja, verschiedenste Sachen, also angefangen von einem Hellen, was wir gerade vor 2 Jahren rausgebracht haben, schön leicht, süffig, gut zu trinken, über Weizenbiere, auch ein Roggenweizen, was vor ein paar Jahren auch mit einem Weltmeistertitel ausgezeichnet worden ist, dunkle, malzbetonte Biere, also eine große Bandbreite, die wir da haben. Roggenweizenbier ist schon mal was Besonderes, weil... Ja. Mein lieber Kollege, und der die Kamera jetzt gerade macht, er trinkt Weizenbier wahnsinnig gerne, ich auch. Also das werden wir auf jeden Fall noch probieren. Aber sagen wir mal so, für die, die sagen, ich trinke keinen Alkohol, alkoholfrei ist auch da. Ja, genau. Also es ist tatsächlich, wo Sie das sagen, ein sehr gefragter Markt auch seit ein paar Jahren. Wir bieten 3 alkoholfreie Biere und man merkt gerade auch beim Verkauf hier auf der Grünen Woche, dass die alkoholfreien Biere wirklich sehr, sehr gut laufen. Ne? Ihr habt aber nebenan, habe ich gesehen, noch so eine Schnapsbrennerei. Gehört die auch dazu, damit man immer das Gedeck hat, Bier, Schnaps? Naja, also das ist mal aus einer Laune heraus entstanden, muss man sagen. Die Brennerei ist also auch gar nicht in Stralsund, sondern auf Rügen, Mönchgut, Alt-Redewitz. Dort befindet sich die Brennerei. Und das ist einfach mal aus einer Laune heraus Ende der 2010er. Entstanden und mittlerweile Whiskys, die wir machen, einen eigenen Gin, Rum, Kräuter, Liköre, also verschiedenste Sachen, die dort hergestellt werden. Und übergeordnet läuft es eben unter der Marke Störtebeker und ist aber ein eigenständiges Unternehmen, wenn man so will. Ist natürlich toll, wenn ich sage, ich trinke jetzt ein schönes Bier zu Hause, habe ich auch gleich den Schnaps dabei. Auch sehr hochwertige Sachen. Gerade wenn wir von Whisky sprechen, mit Fasslagerung, also da kann man ja eine ganze Menge machen. Ne? Also auch, wie lange lagert das Ganze im Fass? Also, dass wir da in den nächsten Jahren auch limitierte Sachen rausbringen werden. Ihr seid ja schon ganz, ganz viele Jahre hier bei MacPom, das gehört ja schon mal dazu. Also, ne? Das ist jetzt, glaube ich, das 10. Jahr, ich habe Jubiläum dieses Jahr. Ja, wunderbar, dann nächstes Jahr Jubiläum. Ja, ich glaube dieses Jahr sogar, 10 Jahre. Ja, da müssen wir morgen ja wiederkommen und müssen das feiern. Nein, aber das ist schön, weil es einfach gut ist, aber das Bier wird angenommen, es ist angenehm, man kann es gut trinken und das merkt ihr hier wahrscheinlich am Stand auch. Ne? Naja, also wie gesagt, gerade die Philosophie, die wir vertreten, nicht 1-2 Sorten auf Menge zu machen, sondern wirklich innovativ und kreativ tätig zu sein, dass es also auch so Richtungen, Bierstile gibt, die andere Brauereien eben so nicht zu bieten haben. Genau. Eine Website gibt es bestimmt auch mit www. Also www.störtebeker.com. Genau. Und immer ganz wichtig, Störtebeker mit K, nicht mit CK. Genau, das wollte ich nämlich gerade eben sagen. Und mit OE, nicht, dass sie Ö suchen und sagen, kann ich nicht finden, uns anrufen und sagen,
oh, ich finde Störtebäcker nicht. Nein, Störtebäcker OE und dann geht das richtig gut ab. Und wenn Sie sagen, ich komme noch auf die grüne Woche dieses Jahr, 2024, dürfen Sie das machen. Halle 5-2, Mecklenburg-Vorpommern, das ist unwahrscheinlich. Und dann besuchen Sie es. Und ansonsten gleich einschreiben fürs nächste Jahr, Störtebäcker besuchen auf der grünen Woche. Als erstes gleich am Freitag ein Bierchen trinken, Schnäpschen trinken. Nebenan ist Fischdomke, da gibt es noch ein Fischbrötchen dazu. Also das Menü ist gesichert. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns mal in Stralsund, wenn ich mal in die Brauerei komme. Also das vielleicht auch nochmal als Anregung. Stralsund hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr herausgeputzt, muss man sagen. Und man kann bei uns Brauereiführungen machen. Und ich selber bin eben Biersommelier. Wir bieten also auch Genussverkostungen, Menüs mit Bierbegleitung, Sommelierabende an. Einfach die Kombination, was man vom Wein ja ursprünglich kennt, einfach mal auf das Bier zu übertragen. Bierspeisen einfach mal in Kombination zu genießen. Und liebe Damen, Sie werden persönlich betreut. Nicht von mir, aber von einem netten jungen Mann. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in Stralsund bei der Störtebäcker Brauerei. Wenn wir eine schöne, gemütliche Führung machen, dann ist es vielleicht ein bisschen ruhiger als hier auf der grünen Woche. Aber es wird genauso viel Spaß machen. Und Sie sind ganz leicht zu erreichen. Sie fahren einfach, wenn Sie von Berlin kommen, mit dem Zug bis Stralsund, steigen aus und sind schon fast da. Also einfacher geht es nicht. Sie können mit dem Fahrrad hochfahren, Sie können mit dem Auto hochfahren. Störtebäcker finden Sie einfach. Und ich darf dir noch eine schöne Anekdote. Wir haben eine Sendung über Störtebäcker und die Festspiele gemacht. Und wir haben immer Rätselfragen gehabt und hatten eine Jokerfrage. Da haben wir gedacht, wo wird das Störtebäcker Bier gebraut? Okay. Und dann rief ein Hörer an und sagt, ich weiß, das wird in Stralsund gebaut und soll ich Ihnen was sagen? Ich habe gerade vor mir auf meinem Wohnzimmertisch ein Störtebäcker Weizen stehen. Also eine bessere Werbung gibt es doch nicht, ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, ja. Und wir feiern morgen das Jubiläum. Ja, alles klar.